Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal ein bisschen erklären, wieso ich eigentlich Sims 4 so cool finde. Gerade weil wir ja eben auch Sims 2 und 3 in Let's Plays gespielt haben und Sims 3 ja gerade sogar noch läuft, kam ich mehr und mehr zu dem Entschluss, dass Sims 4 mein Lieblingsteil ist. Obwohl ich davor sehr lange ein Sims 2 Stan war, wahrscheinlich hauptsächlich aus Nostalgiegründen. Aber Sims 4 hat schon einige Vorteile und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Ich habe 10 Punkte vorbereitet. Nummer 1, die Grafik. Natürlich, das Spiel ist sehr viel neuer, dementsprechend sollte es auch besser aussehen, aber ich hasse die Sims 3 Grafik. Vor allem die Sims selber sehen echt creepy aus. Aber mir gefällt das Layout und es sieht halt nicht zu realistisch aus, weil das Problem bei Sims 3 war, die Umgebung sieht nicht hässlich aus. Aber gerade der Rasen und so, sie haben versucht, es zu realistisch darzustellen. Und 2009 realistisch ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was wir heutzutage sehen. Da gefällt mir dieser Cartoony-Style einfach besser. Und Sims 2 gefällt mir da wohl noch besser als Sims 3. Trotzdem ist es halt einfach auch in die Jahre gekommen. Und Sims 4 Sims vor allem gefallen mir schlicht und ergreifend am besten. Nummer 2, die Lade- und Speicherzeiten. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Aber bis ich im Spiel bin, wenn ich das Spiel neu starte, dauert es maximal 5 Minuten, bis ich im Spiel selber drin bin. In der Regel sogar deutlich weniger. Man muss natürlich sagen, ich habe jetzt einen sehr starken PC, aber auch davor, mit meinem alten PC, hat es nicht wirklich lange gedauert. Also wir reden dann von 1 oder 2 Minuten, die ich länger warten musste. Verglichen mit Sims 3 ist das der Traum. Weil in Sims 3 brauche ich mindestens eine Viertelstunde, bis ich wieder im Spiel bin. Und auch das Speichern dauert 2 Sekunden in Sims 4, während ich in Sims 3 literally 1 bis 2 Minuten da sitze und warte, dass das Spiel gespeichert ist. Nummer 3. Bugs. Das klingt natürlich erstmal sehr negativ, aber ich muss dazu sagen, das Spiel hat sehr viel weniger Game-Breaking-Bugs als seine Vorgänger. Als Beispiel nehme ich da gerne Neighborhood Corruption, also das den Spielstand auch kaputt machen kann. Das ist mir zum Beispiel in Sims 4 so noch nicht passiert. Der einzige Save-File, der wirklich kaputt gegangen ist, weil ich eine outdated Mod benutzt habe. In Sims 3 und 2 hingegen ist es schon häufiger vorgekommen, dass einfach der Spielstand nicht mehr funktionabel war. Ist funktionabel ein Wort? Andere Game-Breaking-Bugs wären zum Beispiel in Sims 3, wenn die Sims einfach unsichtbar werden oder gefangen sind im Schleichen. So etwas habe ich in Sims 4 nicht wirklich erlebt. Natürlich tauchen hier und da Bugs auf, aber meiner Meinung nach sind sie nicht so fatal wie in den Vorgängern. Nummer 4. Multitasking. Es gibt viele, die dieses Feature verteufeln. Ich persönlich liebe es und wenn ich zu den vorherigen Teilen gehe, vermisse ich das Feature. Ich liebe es, dass sich meine Sims einfach Essen nehmen können und sich dann vor den Fernseher hocken können, um sowohl ihr Hunger als auch ihr Spaßbedürfnis zu füllen. Untereinander unterhalten können, während sie ihren Hobbys nachgehen, finde ich einfach so schön und vor allem realistisch. Ja, es kann auch mal Probleme geben, natürlich. Aber im Großen und Ganzen liebe ich dieses Feature einfach sehr. Nummer 5. Crosspack-Kompatibilität. Crosspack-Kompatibilität gibt es natürlich auch in den Vorgängern. Verhältnismäßig ist es aber sehr viel weniger als in Sims 4. Der YouTuber OnlyAbiDuan hat bereits eine mehrteilige Serie an Videos, in dem er die verschiedenen Crosspack-Kompatibilitätsdinge darstellt. Und es sind unheimlich viele Dinge, von denen viele wahrscheinlich auch gar nicht so genau wissen. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass diese Sachen so ein bisschen übereinander übergreifen, weil dann macht es das nochmal mehr wert, dass man ebenso viel Geld ausgegeben hat. Nummer 6. Diversität. Ja, für viel Diversität mussten wir kämpfen, das stimmt. Gerade was die Hautfarben etc. anging. Dennoch muss man sagen, dass dieses Spiel auf jeden Fall am diversesten ist im Vergleich zu seinen Vorgängern. Wir haben ja gerade erst zum Beispiel die Narben nach einer Brust-OP bekommen. Oder wir haben Brandmale und wir haben verschiedene Kulturen im Spiel. Und ich denke, dass sie grundsätzlich auch wirklich schon ganz gut eingesetzt werden. Natürlich ist der größte Anteil immer noch westlich geprägt. Trotzdem begeben wir uns hier auf einen guten Schritt hin. Nummer 7. Der Cars- und der Baumodus. Ich denke, da muss ich auch nicht so viel zu sagen. Der Creative Sim ist einfach so umfangreich, was auch wieder zur Diversität passt. Wir können ja jedes kleine Detail verändern etc. und haben wirklich viele Möglichkeiten. Und auch im Baumodus, er ist so krass vereinfacht worden. Ich würde sagen, jeder kann in Sims 4 ein halbwegs schönes Haus bauen, weil die Möglichkeiten einfach so viel leichter sind.
In den vorherigen Teilen war es so hart, ein Haus zu bauen, und jetzt kannst du alles immer verändern, wie du willst. Und du hast dann nicht vergessen, eine Foundation zu bauen, weil du kannst sie einfach wieder hochmachen und sowas. And I love it. Und auch wenn das Color Wheel nicht mehr existent ist, die Swatches tun's auch. Nummer 8. Das Ganze ist ein bisschen mehr affordable. Und ja, da werden mir jetzt einige widersprechen, weil Sims 4, die ganzen Packs und so, wenn man alles kaufen würde, sind wir mittlerweile bei über 1000 Euro. Aber wir müssen auch mal bedenken, wir haben bei Sims 4 keinen Store mehr. Sowohl in Sims 2 als auch in Sims 3 hatten wir einen Store. Und gerade der Sims 3 Store, ich kann nicht so viel zum Sims 2 Store sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht im Internet war. Der Sims 3 Store hatte einzelne Items zum Verkauf, die 20 Euro gekostet haben. Und Leute beschweren sich über Kits. Deswegen, ich sag wie es ist, aber ich nehme mir lieber 5 Euro Kits, anstelle, dass wir wieder so einen Store haben, wo alles komplett eskaliert. Nummer 9. Mehr und regelmäßigere Updates. Da geht es natürlich um die kostenlosen Updates, denn das Spiel müsste sie nicht bringen. Sims 4 muss keine kostenlosen Updates bringen, denn das Spiel wird so oder so gespielt. Es gibt auf jeden Fall regelmäßigere Updates. Wir kriegen ja eigentlich mindestens einmal im Monat ein Update. Und vor allem kriegen wir ja nicht nur Bugfixes, sondern auch Kleinigkeiten, die dann so ins Space Game reinkommen. Und wenn es auch mal nur ein paar Haare sind etc. Ich finde das sehr, sehr schön, dass sie so Kleinigkeiten immer mal so mit ins Spiel reinwerfen, denn das macht das Spiel natürlich lebendiger, wenn einfach regelmäßig kostenloser Content reinkommt. Früher gab es natürlich auch Updates, wo neue Sachen mit reinkamen, aber es sind verhältnismäßig weniger. Nummer 10. Mix aus altbewährt und neu. Da werden wir vielleicht auch einige widersprechen. Ich persönlich finde es sehr schön, dass ein paar Sachen recycelt werden aus den vorherigen Teilen, wenn es gut funktioniert hat. Andererseits haben wir aber auch Dinge, die neu hinzugekommen sind. Und auch wenn nicht alle Sachen so perfekt sind, wie wir uns sie vorgestellt haben, wie zum Beispiel Social Bunny, was eine sehr gute Idee war, aber leider in der Umsetzung nicht so ausgereift ist. Andere Dinge, wie zum Beispiel das Clubsystem, sind dahingehend aber wirklich gut. Und wie gesagt, ich mag es, dass halt eben alt auf neu trifft, denn so entsteht für mich eben dieses ultimative Sims-Spiel. Natürlich vermisse ich aus den alten Teilen noch andere Sachen eventuell, wünsche mir vielleicht auch nochmal mehr neue Sachen, aber so wie es gerade ist, finde ich es trotzdem sehr, sehr cool schon. So, und da sind wir tatsächlich jetzt auch schon am Ende. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, was ihr an Sims 4 liebt. Vielleicht auch, was ich noch gar nicht so erwähnt habe. Und mögt ihr trotzdem die älteren Sims-Teile vielleicht mehr? Ich für meinen Teil habe halt einfach schon mehrere tausend Stunden in dieses Spiel gesteckt, obwohl ich erst seit 2017 spiele. Das heißt noch nicht mal seit Release. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!